Hallo und herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft im Whisperwindhain. Und wir gehen jetzt Pflanzen rupfen. Irgendwo, nämlich hier. Genau. Wunderbar. So, dann wollen wir doch mal gucken. Ja, dass du dich aufmuckierst. Ach nee, sie muckiert sich gar nicht auf. Ah, schön. Aber ich glaube, hier kommen noch welche, die sich aufmuckieren könnten. Schauen wir mal. Ja, vielleicht auch nicht. Aber das scheint mir jetzt gerade ein bisschen zu einfach zu sein, wenn die hier. Ah, wusste ich doch. Wusste ich doch. Wollte ich doch sagen. Wie? Schon wieder kein Loot? Ach Gott. Dann eben nicht. Dann eben nicht, ihr Lieben. So, du? Ja. Markierst dich auch auf. So, okay, ja, kein Loot. Ist gut. Ich gucke trotzdem. Ich weiß, sie hat kein Loot, aber trotzdem muss ich immer nochmal mit der Maus drüber und gucken, ob die wirklich kein Loot hat, ne? So, 5, warte mal hier, Nummer 6. So, Wunderbärchen. Und dann, was? Restaurator? Aha, cool. Voll der Restaurator. Könnte von Archäologie irgendein Titel sein, könnte ich mir vorstellen. So, haben wir fertig schon. Wunderbar. Wo ist denn mein. Ach hier, du hast dich hier versteckt, Ist denn hier? Fräulein. Okay. Ist ja in Ordnung. Ups. Plöm, und schon kommen zwei neue Quests da oben. Na dann, schauen wir doch mal, was die von mir wollen. Ich nur allein. Tötet Feronas Sündschwelger. Die Göttin schütze euch. Ja, kann ich machen. Wo? Ach, hier. Ich nur allein. Füllt die Phiole am Mondbrunnen im Whisperwindhain und gießt sie auf den Boden zwischen den toten Urtumbeschützern im Eisenwald aus. Mögen euch die Sterne Okay, leiten. hier oder was? Meinst du den Brunnen? Mal gucken. Ja, er meint den Brunnen. Alles klar. Haben wir das? Wo muss ich denn da jetzt hin? Da ist der komische Feronas. Okay. Ja, Moment. Erst die Karte weg, dann reiten. Jetzt bleibe ich ja wieder überall hängen hier. Wo muss ich da genau hin? Drüben. Ist die Frage von hier unten oder da hoch? Ich weiß es gerade nicht. Warte mal, das sieht ganz gut aus da. Da ist irgendwas Rotes. Das sieht gut aus. Südschwelgers Anhöhe. Aha, du bist der olle Südschwelger. Ist nur Ich dein bin Wille. hier, um euch zu töten. Ja. Yeah. Ich bin Oh, ganz au, der haut dein. mich schon. Ich war doch noch gar nicht so weit. Warte doch. Ja, edgy badge. So, okay, das haben wir geklärt. Ja, ich mach schon gar nichts mehr. Ist ja alles in Ordnung, mein Freund. Nehmt an Illidans Schlacht gegen Arthas teil. Oh, warte mal. Meinesgleichen wurde schon immer für das gehasst, was wir tun. Verabscheute Ausgestoßene, denen eine nicht mehr heilbare Verderbtheit vorgeworfen wurde. Doch es ist der Verdienst des Dämonenjägers, dass diese Wälder hier nicht die größte Bastion der brennenden Legion in Azeroth sind. Ich spreche von meinem Meister Illidan Sturmgrimm, dem Verräter. Seht selbst. Seht, was hier geschehen ist, als Illidan befreit wurde und die dämonischen Mächte des Schreckenslords Chondrius ohne Gegenwehr über diesen Wald herrschten. Ah, cool. Ist klar. Wo ich da jetzt rein? Was ist denn hier los? Ich bin nach 10.000 Jahren endlich wieder frei, aber noch immer denkt mein eigener Bruder, ich wäre ein Schurke. Ich werde ihm meine wahre Macht zeigen. Ich werde. Was wirst du, sehe ich nicht mehr. Seid ihr euch dessen gewiss, Dämonenjäger? Denkt ihr, euer Wille sei wirklich der eure? Arthas. Aha. Ihr stinkt nach Tod, Mensch. Ihr werdet es bereuen, euch gegen mich gewandt zu haben. Dann kommt, ihr werdet sehen, dass wir einander ebenbürtig sind. Aha. Jetzt kloppen die sich hier. Ja, dann. Blizzard Bären Bibi hat sich schon hingesetzt und ja, schaut sich hier die Show an. Ja, Arthas besiegt. Muss ich mitmachen jetzt hier? Ach, es könnte sein, dass ich mitmachen soll. Ach Gott. Ach Mann, der Illidan schafft es doch auch alleine. Ist ja gut, dann mache ich eben mit. Ja, fertig. So könnten wir noch ewig weiterkämpfen. Was ist es, das ihr wirklich wollt? Der Schreckenslord, der diese Armee der Untoten anführt, wird Chondrius genannt. Er hat die Kontrolle über ein mächtiges Hexenmeister-Artefakt namens Schädel des Gul'dan. Aha, so.
Und ihr wünscht, dass ich es stehle. Warum? Ja, warum, Arthas? Sagen wir einfach, ich hege keine Freundschaft für Tichondrius und der Fürst, dem ich diene, würde von dem Untergang der Legion profitieren. So, so. Aha. Naja, Hauptsache Arthas. Ich habe Arthas besiegt. Ja, auch nicht zum ersten Mal. So, haben wir das. Erlebt Illidans Kampf um den Schädel des Gul'dan. Aha. Ja? Erlebt Illidans Kampf? Ah, jetzt. Okay. Das ist der Ort, an dem der Schädel des Gul'dan aufbewahrt wird. Diese armseligen Dämonen werden mich nicht davon abhalten, ihn für mich zu beanspruchen. Muss ich jetzt hier wieder mitmachen? Okay, ist ja gut. Ich mach mit. Ist ja in Ordnung. So. Ey, ich finde meine Tasten gerade nicht, aber ist egal. Ja, okay. Oh, Höllenbestien. Höllenbestien incoming. Da hinten steht Schädel des Gul'dan. Achso. Ja, ich mach doch mit. Ist doch in Ordnung. Ich muss doch hier erstmal gucken. Oh. Verdammtes Warum. Es wird ja immer größer hier. Mein Gott. Naja. Macht auch nichts, ne? Jetzt werden die Dämonen wenigstens nicht länger die Wälder verderben. Und doch, wenn ich diese Macht für mich beanspruche, werde ich stärker als alle. Ja, die Macht sollte mir gehören. Hm? Ja, ja. Machst denn du da jetzt, Illidan? Illidan, du machst nur alles kaputt. Jetzt bin ich vollkommen. Ja, ganz toll. Du bist total vollkommen. Ich sag ja, der macht alles kaputt. So, bitteschön. Erledigt, mein Freund. So, was hast du denn? Erlebt Illidans Kampf mit Tichondrius. Okay, noch ein Kampf. Lass mich doch mal gucken hier. Was? Die Sonne. Sehen wir doch mal, wie selbstsicher ihr gegen einen der euren seid, Schreckenslord. Ja, okay. Oh, und schon habe ich Akku. Aua! Huch, nein, nicht springen, nur schießen, bitte. Fass, Krätze, Fass. Okay. Ist schon oben. Das war's mit ihm. Oh, nix zu looten, ey. Damn it. So, was hier jetzt hintreffen? Widerlicher Dämon, was habt ihr mit meinem Bruder gemacht? Ach, Malfurion. Ich bin es, Malfurion. Dies ist es, was aus mir geworden ist. Ja, die Hörner sind schon cool, ne? Nein, Illidan, wie konntest du nur? Der Anführer der Untoten wurde vernichtet und die Wälder werden sich mit der Zeit erholen. Hm. Okay. Ja, Malfurion, jetzt sagst du nichts mehr, ne? Sprachlos. Zum Preis eurer Seele, ihr seid nicht mein Bruder. Verlasst diesen Ort und setzt nie wieder einen Fuß in unser Land. So sei es, Bruder. Ach, weißt du, Malfurion, bist aber ein Spielverderber. Echt jetzt mal hier. Ach, und Tyrande ist natürlich auch dabei. Das kennt man ja. Den einen gibt's nicht ohne die andere. So, und ich krieg hier was Cooles. Vielen Dank. Was? Mach doch nicht so schnell. Töte 12 Jadefeuerschleicher in der Feuerschlucht. Okay, die ist gleich da drüben. Na gut, dann schauen wir mal. Die ist da drüben. Kann ich hier durch? Sieht ja fast so aus, aber ich bin mir gerade hier unschlüssig. Nee, komme ich nicht, oder? Doch. Ach doch. Ah, von hinten. Ich bin von hinten rangekommen. Okay, cool. Warte mal. Dann hole ich mir erstmal da das Erz. So, und was soll ich jetzt machen? Tragt die Augenbinde, wie es euch ermöglicht, die wahre Gestalt. Ah, alles klar. Augenbinde bitte einmal anlegen. Ups. Okay. Düstere Finsternis. Aber coole Augenbinde. Okay. Ja, ach. Komm, ey. Ja, es sieht uns. Vor allen Dingen es, ne? In Hessen fangen ja alle Namen übrigens mit S an. Falls ihr das noch nicht wusstet, ne? Daniela, Michaela, Andrea. Ja, ja, das ist hier so. So, okay. Mit dich. So, wer will, wer hat noch nicht? Du.
Okay, alle weg? Kann ja nicht wahr sein. Gut, da hinten. Da sind doch noch welche. Reißt ihm die Augen heraus. Mhm. Ja, ja. Hättest du gerne, oder was? Oh, das geht aber echt flott hier gerade, ne? Muss ich mal sagen, ey. Stufe 52 schon. Okay, einen noch. So, wer möchte? Du möchtest. Okay, können wir gleich abgeben. Ups. Och, Mann. Habe ich den jetzt noch gelootet? Ich habe da so ein Pling-Pling gehört. Ich glaube, den habe ich noch gelootet. Tötet den Dämonen, der als Erzdruide Navarax erscheint. Okay, kriegen wir einen Umhang. Wo erscheint der denn? Das ist die Frage. Da müssen wir noch bewässern. Und da, aha, dann müssen wir da wieder runter. Okay, dann denke ich, gehen wir erstmal ein bisschen bewässern. Und dann können wir nachher da hinten, ja, Richtung Heimat gehen. Bewässern. Ah, abwärts. Ja, hat wehgetan, tut mir leid. Ach, hier oder was? Zwischen den Bäumen hier. Oder wo hättet ihr das gerne, dass ich hier was bewässere? Auf dem Hügel? Ja, wenn ich ja mal den Hügel hinaufkäme, würde ich das machen. So, ja, wo denn? Ist egal, oder? Ja, benötigt Hügel. Ich bin auf dem Hügel, Alter. Na, also, es geht doch. So, dankeschön. Bringt den Beschützersetzling zu 7 Flecken fruchtbaren Bodens. Ach Gott. Aha, du oder was? Oh, was? Brummer fürs Baby? Tötet 10 Eisenholzbrummer, um den Beschützersetzling zu füttern. Okay. Ja, wenn der Hunger hat, ne? Dann sollten wir das eventuell noch tun. Lasst mal schön hier durch die Schlammbrühe durch. Oh, jetzt hat gerade mein Genick geknackt. Alter. Ach so, ihr seid das hier. Okay. Oh, wie süß. Guck doch mal. Hat hier voll die Verbindung. Ist ja goldig. Ist ja goldig. So, hier. Was soll ich hier machen? Ach, er macht das. Ach Gott. Okay, hole ich mir mal hier den Brummer, ne? So, ein Pet habe ich aber, glaube ich, auch irgendwie, meine ich. Okay. Weiter geht's. Ja, ja, ich war gerade ganz fasziniert von ihm hier. Lustig. Entschuldige, ich stehe auf dem Hügel, ne? Das ist nicht so toll, ne? Na gut. Holen wir uns hier den Brummer. So, da haben wir doch auch noch einen. Ich suche gerade nach das da. Nach Glitzer im Boden suche ich. So, komm mal hier. Guck mal. Ja, du bist da erst noch beschäftigt, ne? Komm hier rüber. Ja, nun komm doch auch dahin. Hä? Was ist hier mit dem fruchtbaren Boden, der da gerade war? Wolltest du den nicht, oder? Hm, man weiß es nicht. So, warte mal, da ist doch auch noch fruchtbarer Boden. Hier, mach mal hier bitte irgendwas. Ja, danke schön. So, die Brummer haben wir doch gleich alle. Da ist noch fruchtbarer Boden. Gehen wir da mal zuerst gerade hin. So, bitte. Diese Verbindung, die er hier aufbaut, die ist schon so ein bisschen eklig, oder? Jetzt mal wirklich. So. Hallo. Mann.
oft muss ich denn hier immer drücken, ey? So, Brummer fürs Baby haben wir. Wunderbar. Dankeschön. Wir brauchen noch fruchtbaren Boden. Dreimal, okay. So, dann einmal bitte hier. Danke. Ja, da ist irgendwo Erz. Wo haben wir es denn? Ja, ach da. Okay. Nehme ich mit. Warte. Ja, der ist dann da drüben, obwohl... Warte mal, wenn wir hier gerade sowieso in der Nähe sind, ja, dann holen wir uns den doch erst. Muss ich hier in die Hütte da rein? Ja, sieht so aus. Sieht doch fast so aus, oder? Und dann gehen wir uns noch zweimal fruchtbaren Boden holen. So, ist das jetzt hier, oder? Hm, super. Ich denke mal, es ist hier in der Hütte. Aber wo? Das ist die Frage. Auf all... Ach, hier geht's noch höher. Okay. Okay, ich glaube, dann bin ich richtig. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Da ist er doch. Alles klar. Ich bin ganz Ohr. So, ihr werdet beschuldigt, in Wahrheit ein maskierter Dämon zu sein. Sofern das überhaupt... au, Alter. Überhaupt euer richtiger Name ist. So, Edge Badge. Hat ja auch nichts genutzt. So, was ist hier los? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Der Erzdroide, wie um alles in der Welt. Ja, ja. Ich muss es den anderen erzählen, ihr solltet Jägerin Selura auf der Stelle aufsuchen. Ja, dazu muss ich ja erstmal jetzt hier wieder runterklettern, ne? Ich hätte gerne levitieren gerade. Hab ich aber nicht. Ich weiß. Ja, wir gehen jetzt erst noch den fruchtbaren Boden machen. Ich springe jetzt hier runter, ist mir jetzt egal. So, au! Ja, ja. Jammer nicht rum, Fräulein. Du hast ja schon so oft die Knochen gebrochen. Das musst du abkönnen. So, fruchtbarer Boden, bitte. Zweimal noch. Hm. Achso, er ist wieder da. Okay, das ist fein. So, dann haben wir nämlich hier. Guck mal da. Ja, fruchtbaren Boden. Und da hinten. Alles klar. So, hier bitteschön. Jawohl. Haha. Supi, haben wir es fertig. Wunderbar. Dankeschön. Begleitet den Beschützersetzling zu 5 Sonnenstrahlen im Eisenwald. Aha. Ja. Ach so, der hat noch eine Quest. Ha. Tötet 10 Donnerstampfer der Eisenstämme. Aha. Alter, der ist aber gewachsen. Holla, die Waldgams. Ja. Na gut, ihr Lieben. Machen wir beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und bis dahin. Eure Trin.